Galapagos. Diese kleine Inselgruppe gehört heute zu Ecuador. 1974 hat Ecuador diese Inselgruppe als Unterwasser-Naturschutzpark deklariert. So ist es seitdem keinem privaten Schiff mehr möglich, dort einen Hafen anzulaufen. Es sei denn, es besteht eine entsprechende Notsituation. So gibt es nur wenige einheimische Boote, welche die Erlaubnis haben, eine Tauchgruppe mitzunehmen. Wir sind 4 Tauchfreunde, deren Hobby die Unterwasserfotografie ist. Jeder von uns hat mehr als 25 Jahre Taucherfahrung im Mittelmeer, in tropischen Gewässern wie im Indischen Ozean, der Karibik und dem Roten Meer. Wir hatten viel gesehen, herrliche Korallenriffe und ein geschäftiges Treiben in dieser Unterwasserwelt. Einer Welt, die es heute nicht mehr gibt. So motivierte Klaus unsere kleine Gruppe und arrangierte diese Tauchreise. Es war vorgeschrieben, dass ein Ranger uns auf der ganzen Reise und bei jedem Tauchgang begleitet. Oh ja, schon beim ersten Tauchgang sehen wir ein Treiben und Leben, wie wir es schon lange nicht mehr in der Unterwasserwelt in anderen Gebieten gesehen haben. Obwohl diese Inseln auf dem Äquator liegen, ist die Wassertemperatur hier gerade einmal 23 Grad Celsius. Der Grund für diese im tropischen Gewässer niedrige Temperatur ist der kalte Humboldtstrom, der hier an Galapagos Richtung Norden fließt. Gleich bei unserem ersten Tauchgang werden wir von den neugierigen, uns lustig erscheinenden Seelöwen begrüßt. Wir haben den Eindruck, als versuchten die Seelöwen, unsere Bewegungen nachzumachen. So blasen sie auch manchmal Luft aus ihrer Schnauze. Wie uns später der Ranger erklärte, verschwinden die Seelöwen sofort, wenn Haie auftauchen. Sie ziehen sich dann offensichtlich an Land zurück. Heute nehmen wir Kurs auf Floriana. Wir werden dort in einer Bucht dieser kleinen Insel die Nacht verbringen. Unser Ranger möchte uns gerne mit den Nachkommen der deutschen Familie Angermeyer bekannt machen, die dort noch immer auf dieser Insel leben. Die ersten europäischen Kolonisten, die sich auf Floriana niederließen, waren Norweger, die dann aber
nach San Cristobal und Santa Cruz weiterzog. Bis auf die Familie Castalen, wie unser Ranger erzählt, deren Nachfahren auch noch auf Floriana leben. Die erste Bekanntschaft auf der Insel machen wir mit dem Esel. Dann in dieser von Deutschland weit entfernten Welt lesen wir: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und dann werden wir auch noch im perfekten Deutsch begrüßt. Ja, guten Tag. Hallo, hat es schönen Tag. Wale von der Baja California. Ja, ich Wale. 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 Pottwale, Grauwale, Grindwale. Wir haben hier keine Wale. Wir haben keine Gesellschaft. Wir hoffen, vielleicht sind wir noch welche. Aber ja? Noch nicht, wir wollen welche sehen. Noch nicht. Hier in diesem kleinen Laden kann man sich mit den Dingen, die man im täglichen Leben braucht, versorgen. Ganz wichtig ist natürlich die Poststation. So bekommen die Karten auch den notwendigen Stempel und irgendwann wird dann diese Karte auch seinen Empfänger erreichen. Im 19. Jahrhundert wurden die Galapagos-Inseln zu einem Zwischenstopp für Walfänger. Aus dieser Zeit stammt das inoffizielle Postamt, in dem die Seeleute Briefe ablegten und aufnahmen. Die Seeleute suchten in der Brieftonne nach Post mit Adressen, die auf ihrer Route lagen. So gibt es diese Tradition auch noch heute. Nur, dass es keine Seeleute, sondern Touristen sind, die dann die jeweilige Post für ihr jeweiliges Heimatland mitnehmen, um dort weiter an den Empfänger zu versenden. Hier am Strand verhalten sich die Seelöwen ganz anders als im Wasser. Sie sind nicht unbedingt freundlich, wenn sie in ihrem Schlaf gestört werden. Hier sollte man sich nicht zu nah heranwagen und immer auf den Sprung sein, um sich und seine Ausrüstung in Sicherheit zu bringen. Die Vorbereitung vor einem Tauchgang ist für jeden Taucher ein wichtiger Bestandteil für das Gelingen, die Unterwasserwelt im Bild einzufangen. Besondere Sorgfalt ist hier angebracht. Schon ein kleines Sandkorn kann bei dem hohen Wasserdruck zu einem großen Schaden führen. Klaus ist ein sehr erfahrener Unterwasserfotograf, da muss man sich keine Sorgen machen. Thank you.
Hier an diesem kleinen Bogen werfen wir unseren Anker. Unser Ranger meinte, dass hier eine besonders starke Oberflächenströmung ist und wir sollten darauf achten und etwas vorsichtig sein, um nicht abzutreiben. Mit Sicherheit werden wir Hammerhaie sehen. Mit etwas Glück sollten wir auch Teufelsrochen zu sehen bekommen. Wir sind gespannt. Da kommt das Glück. Zwei kleine Teufelsrochen. Hier haben wir eine Muräne, die ihre Schutzbehausung verlassen hat. Vor einigen Jahren meinte man noch, dass die Muränen giftig seien. Wahrscheinlich, weil sie wie Schlangen aussehen. Heute weiß man, das stimmt nicht. Der Biss einer Muräne führt oft zu einer Blutvergiftung. Diese wird hervorgerufen durch die verwesten Speisereste zwischen ihren Zähnen. Der Koch bereitet das Abendessen vor. Unser Kurs führt uns zu einer kleinen Insel, wo wir morgen auch einen Landausflug machen werden. Dort leben die Echsen, die auch tauchen können. Thank you.
Die Beobachtung, die Darwin bei seiner Forschungsreise auf den Galapagos-Inseln 1835 gemacht hat, haben zu dem Grundstein der Evolutionstheorie beigetragen. Am 22. November 1859 wurde das berühmte Werk Die Entstehung der Arten veröffentlicht. Darin aber stellte Darwin letztlich seine Theorie der Evolution dar und schaffte so einen entscheidenden Durchbruch in der Biologie. Charles Darwin legte mit seiner Evolutionstheorie den Grundstein für unser heutiges Wissen für die Entstehung der Tier- und Pflanzenarten. Eine Theorie, die von der heutigen Wissenschaft bestätigt wird. Wir sagen Danke den lustigen Seelöwen. Einige wollen wohl noch unbedingt ins Fotoalbum. Wir sagen Danke an Ecuador. Das wohl etwas spät, aber doch noch, wie es aussieht, nicht zu spät etwas unternommen hat, um die Unterwasserwelt in ihrem Gebiet zu schützen und zu erhalten.